So, liebe Zuschauer, weiter geht's mit dem nächsten Match. Bis gleich. Und da sind wir wieder hier. Der Herrscher der Hölle gegen Schieb auf der Riverworld Map. Hier in der leichten Liga 2. Also ich Bridgehead als High Map. Und die Wetten laufen auf Twitch, sagt der Derry. Dank dir, Derry, für die Erstellung der Wetten auf Twitch. Ah, nee, Bridgehead. Ja, als meine 2&2, also unsere 2&2 Map. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte eher eine, wo ich ein bisschen Chance für uns sehe. Oh, ungünstiges. Ich hoffe nachher, dass ich nicht diese Position kriege. Am liebsten mehr wie mehr hier oben oder da die Position. Na, ich bin mal gespannt. Also der Herrscher der Hölle hier auf der rechten Seite hier. Unten in Rot mit den Alliierten. Und hier links oben haben wir hier den Schieb mehr mittig positioniert. Ist auch eine gute Position hier mit den Sowjets. Und ihr habt gehört, also in der Hinrunde hat der Herrscher eine Klatsche vom Schieb gekriegt. Wie weit ist die Liga 2? Genau, da kommen wir jetzt nochmal hin, liebe Zuschauer. Wir gucken uns mal eben an. Wie sieht's in der Liga aus? Also, in der Season 2. Erledigungsquote nimmt langsam zu. Die sind auch kurz vor Schluss. Hier vermuten wir einen Abgänger. Ich weiß es nicht. Wir haben da keine Nachricht, aber der Rest spielt hier, bringt ihre Spiele ja, nach Hause. Und wir sehen aktuell der Installateur Platz für erster Platz, führender in der Tabelle in der leichten Liga 2 mit 39 Zählern. Eigentlich fast, er ist gar nicht mehr einholbar. Und den Herrscher, meine ich. Oh, verdammt, den Herrscher. Also Herrscher sind wir jetzt hier gerade. Ich verwechsel den Installateur und den Herrscher immer. Wegen den Unterstrichen, jedes Mal. Ganzer Quark. Aber der Herrscher ist hier auf dem vierten Platz, der ja gerade spielt hier mit 26 Zählern. Muss siegen, wenn er aufsteigen will. Aber auch Schieb könnte es noch machen. Kann auch noch aufsteigen. Kann auf den Relegationsplatz noch kommen. Ja, also beim Svenny, es ist noch die Möglichkeit, an Svenny noch ranzukommen. Oder auf den Relegationsplatz. Wir gucken mal, wie sich das hier heute entwickelt. Also wenn Schieb hier gute Karten hat, aufgrund der Hinrunde, dann könnte er erstmal am Herrscher vorbeiziehen. Ja, und das Leben schwer machen. Na, ich denke, die Rückrunde werden wir die Leute aufmischen und ich werde dann jetzt Season 3 auch besser. Ah, Ryder, das kriegen wir hin. Das wisst ihr doch. So, wie ist der Aufbau bei den beiden? Ja, standardgemäß normal. Und hier haben wir schon die ersten Rockets, die rauskommen hier beim Schieb. Vermutet der etwa einen Luftangriff? Man weiß es nicht. Rappel gebaut hier beim Herrscher. Kann man gut vorstellen, dass hier gleich der nächste Bau rauskommt. Dasselbe haben wir hier auch beim Schieb. Da haben wir auch schon das Rapfeld. Und wenn nicht schnell was rauskommt, ist es meistens der Bauhof. Und ich frage mich echt, wo. Beim Herrscher könnte ich mir vorstellen, dass er nach oben rechts hinfährt. Hier in diese Richtung. Und genau dasselbe vermute ich auch beim Schieb. Wenn er hier gleich mit dem Bauhof rauskommt. Dass beide nach rechts oben hier fahren. Wir werden sehen. Na, was meint ihr? Beide da in die Ecke oder Herrscher nach unten links und Schieb auch nach unten links? Ich vermute beide hier rechts. Da ist der Bauhof. Jetzt gucken wir uns das mal an. Leichte Liga 1 ist durch, richtig. Und die Mann in die Anzeige hängt wieder. Jo, ist wieder ein Anzeigebug hier. Ganz toll. Das haben wir echt selten. Ja, man sieht's hier, Herrscher fährt nach oben. Kann auch sein, dass er hier einfach hin sich positioniert. Ich vermute aber, dass er nach oben fährt. Dieses Autopathfinding, ne? Ist grausam, ey. Es ist grausam. Und, Bauhof hier, beim Schieb mal sehen. Flatrate bauen, richtig. Aber die da gut aufgepasst mit der Money-Anzeige. Moin, Robert, schön, dich zu sehen. Und ja, siehst du, beide nach rechts. Also, ja, das wird spannend. Ist ja doof hier. Ist echt doof, dass wir das Money-Management von beiden jetzt nicht sehen. Aber in der Regel haben die hier auf dieser Map
eigentlich keine Probleme. Das können wir aber, denke ich mal, auch abschätzen hier. Oder? Wer schreibt denn mal eben die Dollars auf? Schaut mal, was produziert worden ist und rechnet mal eben instant runter. Kane, erstell mal eine Excel-Tabelle eben, damit wir ungefähr wissen, was sie haben. Oh, oh, ich habe damit gerechnet. Und der Vorteil liegt hier bei Sheep. Ja, es ist, weil er hat die Tesla. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und er hat halt zwei Felder direkt im Nacken. Zwei Erzfelder auch noch mit Gems bestückt. Und beim Herrscher halt ein direktes Feld hier nur rechts. Und nach oben ist es noch ein bisschen hin. Muss noch hinfahren. Wann fängt die Season 3 an? Ende diesen Monat. 30. auf dem. Ich guck mal eben nach, da kann ich euch ein genaues Datum nennen. Also mein Ziel ist es. Das hängt ja alles jetzt von euch ab. Wie schnell die Spieler vorankommen. Damit ich die Tabellen, die endgültigen Tabellen erstellen kann. Also geplant ist, bis zum 30. die Spiele zu erledigen. Ich glaube, ich kann beginnen oder 30. Ich muss aber mal gucken. Ich glaube, 30. ist das. Ansonsten spätestens am Donnerstag, den. Ich glaube, das ist der 3., ne? November. Ja, Tesla gebaut. Moin, Casual. Schön, dich zu sehen. Also das wird definitiv hier gleich auch die erste Front hier. Was aber gut sein kann für uns. Gerade für die Spannung, dass wir diese Ausgangssituation hier sehen. Dass sie direkt wieder gegenüberstehen. Denn dadurch haben sie beide nach hinten Platz, mehr einzunehmen. Heißt, sie können sich zurückziehen. Ja, wir gucken aber. Die Champions League. Oh, die Champions League, die wird auch, die startet jetzt auch. Ich habe leider vergessen, euch mitzuteilen, dass wir jetzt starten können. Das werde ich aber auch nochmal machen, bevor mein Urlaub beginnt. Kriegt ihr nochmal. Da kriegt ihr nochmal Mitteilung. Nächster Bau hier beim Sheep. Und Herrscher fährt mein Bau weg. Kann man gut vorstellen, dass er jetzt hier nach oben fährt. Keine gute Idee. Wirklich keine gute Idee. Tesla Reichweite nach oben. Zwei Tesla, könnte sein, dass der Bau gleich geschrottet ist. Bleib mal, lass mal ruhig bleiben hier. Der da kann er auch nicht fahren. Ich glaube hier nicht. Fährt er hier lang. Er ist down. Ja, habe ich. Mensch, ich könnte Lotto vorhersagen. Ja, Gladbecker. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die sind bestimmt hart am Limit produzieren, weil die Money-Anzeige ist hängen geblieben hier. Die beiden managen das eigentlich mit dem Money-Management richtig gut. Die sind dann immer am Endless produzieren. Es ist selten, dass das vorkommt, dass das hier hängt. Ich weiß gar nicht. Kann sich noch jemand erinnern, dass an irgendeinen Live, als ich hier noch gecastet habe, hier die Ligaspieler, das hängen geblieben ist? Das ist schon lange her, ne? Es war kein Foul im Übrigen. Kein Foul gewesen. Und jetzt Herrscher, oh, mit dem Hafen. Wenn er jetzt hier mit dem Kreuzer kommt, was ihn aber nicht so viel bringt, eher von dieser Position heraus, wenn er hier durchfährt, dann könnte er hier den Sheep richtig ordentlich hops nehmen. Bei aktivem Zutun, richtig, Ikano. Bei Base Death ist das erlaubt. Was der Sheep sehr, sehr gut macht hier ist, dass er auf die Tesla-Trooper setzt. Die sind halt sehr, sehr stark, aber genauso auch gut, dass Herrscher die. Ah, moin, Scobo. Danke für deinen Follow auf Twitch. Dass er hier die Artillerie baut. Waterball-Artillerie kann nicht überfahren werden. Cooldown ist um. Angriffszeit ist jetzt erlaubt. Sie dürfen angreifen jetzt.
Und mal sehen, ob das hier gleich passiert. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass sich Herrscher hier extrem nach links zieht. Damit eröffnet ja hier den Schieb hier einfach so durchzulaufen. Und mit den Tesla-Pupern sind mal schnell die Gebäude down. JD, ich meine, du bist auf jeden Fall gemeldet für die Season 3. Ich guck mal eben rein. Ausnahmsweise mal. JD, du bist gemeldet. Du bist gemeldet. Du hast dich sogar bestätigt. Dann jetzt hier der Angriff hier. Ah, die Tesla bringen eine Menge. Er muss die Tesla-Trupper nur jetzt endlich mal losschicken. Sonst hat er hier mit den Artillerie echt Probleme. Oh. Ja, die Artillerie muss weg. Ich meine ja, JD. Und jetzt muss er durchziehen, der Schieb. Oh, sieht nicht gut aus für den Herrscher. Wir wissen leider nicht, welchen Kontostand die haben, weil die Money-Anzeige hier festgefroren ist bei den beiden. Und er zieht durch, der Schieb. Und das sieht echt danach aus, dass hier der der Herrscher hier wieder Probleme hat mit dem Money-Management. Denn er, schaut euch das an. Hier ist kaum noch was da. Why, Kyren? Was ist da los? Wir versuchen mit Sammler jetzt noch, ja. Und Herrscher hat verkauft, gibt auf. Schnelles Spiel. Hat schon aufgegeben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich absolut nicht gerechnet, dass das hier so schnell geht hier. Gerade auf dieser doch sehr ressourcereichen Map hier. Na, alles klar. Eine gute Besserung an den Chris. Es werden die letzten Einheiten hier rausgenommen. Ja, Männergrippe ist eine ganz schwierige Geschichte. Das eine Spiel. Wir haben aber ein Ersatzspiel. Das Spiel gegen Kyren und Chris wurde gerade eben kurzfristig abgesagt, krankheitsbedingt. Chris hat eine Männergrippe. Gute Besserung von uns allen. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Es hat mich aber auch sehr, sehr gewundert, dass der Herrscher das Risiko eingegangen ist und nach oben gegangen ist. Dass er nicht einfach gesagt hat, ich bleibe lieber einfach mal hier zurück ein bisschen. Denn er hatte eine gute Ausgangslage gehabt. Hier zu Deffen-Ressourcen sind hier zahlreich vorhanden. Das hätte locker gereicht. Und sie kannten ja, oder sie kennen ja beide die Positionierung des Gegners, weil in der Rückrunde wird er, also zur Rückrunde wird er einfach getauscht. Also sprich, auf der Hinrunde war der Herrscher hier. Und der Schieb war hier. Auch mit der Fraktion, ne? Ja, aber da müssen wir mal gucken. Hier erstmal GG an dem Herrscher, an dem Jeep hier. Und leider hat hier Herrscher jetzt den Anschluss an die Spitze verpasst. Und ich glaube, die Betten auf Twitch, die waren so ziemlich eindeutig. Also ja, was heißt eindeutig? 64% haben auf den Herrscher getippt, 34% auf Jeep. Da wird sich die Fraktion Jeep hier freuen über den Gewinn. Der letzte Zivi rennt um sein Leben. Und das Match ist vorbei und wir locken uns mal ein bei den beiden und fragen mal, wie es denen geht.
Da hab ich immer lieber Armor und Warfare gespielt. Das war immer... Ich warte jetzt nur noch auf City Skylines 2. Hi. Hast du... Hi ho. Moin. Ja, City Skylines ist cool, ne? Ja. Was meinst du, was ich in 2 Wochen anfange zu suchte? Ja, dann hast ja Zeit noch. 12 Tage noch. Wie lange ging die Runde jetzt eigentlich? Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Genau 5 Minuten. Ja, also habt ihr fast eine Punktlandung gemacht. Ei, wie in der Hinrunde also, oder was? Ei, so, jetzt erzählt mal, wie habt ihr das Spiel empfunden? Scheiße. Es hat für mich sich, also das Spiel an sich hat sich langsam angefühlt irgendwie. Also die Einheiten sich übelst langsam produziert, obwohl ich 2 Waffenfabriken, Strom und alles hatte. Keine Ahnung, also es kann aber auch nur so ein Feeling. Ja, das Geile ist ja, dass die Money-Anzeige bei uns gehangen hat. Also war festgefroren. Wir haben nicht gesehen, was ihr tatsächlich effektiv auf dem Konto hattet und was nicht. Achso, ich habe zwischendurch mal auf 0 gesetzt, aber das hat nie lange gedauert, bis wieder Geld reingekommen ist. Ich habe aber mich auch ein bisschen verteilt. Dann 3 Punkte, wo ich Geld gesammelt habe. Oh, shit, du meinst langsam Anschluss an die Spitze, ne? Ja, ich habe aber gegen Lanola habe ich reingeschissen. Der hat mich gut weggemacht. Aber da habe ich auch wieder meine leichte Panzertaktik versucht und das kann ich, glaube ich, im Ligaspiel in die Tonne treten, die Panzer bringen. Ja, wir haben tatsächlich im Live, ich glaube vor ein paar Wochen, da hatte ich auch festgestellt, so, oh, die ersten, die wieder mit leichten Panzer zurückkommen. Und dann hatte ich aber auch schon vermutet, dass das wahrscheinlich noch nicht so ankommt. Ja, weil nämlich die ja, im Ligaspiel, durch diese Cooldown-Zeit, glaube ich, dann ja, sind die doch HP-Anzahl. Die HP merkt man doch, die fehlen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich achte nicht darauf, denn übernimmt das Kommando meines Sammlers nicht. Ich achte nicht darauf, wo mein Bauhof lang fährt. Der eine Bauhof ist ja auch in meine Tesla-Spulen reingefallen. Ich habe mir meinen Tod ganz schnell selber unterschrieben. Das Testament. So nennen wir das Spiel heute. Aber war das schon der dritte Bauhof bei dir, der da reingefahren ist? Nein. Das war der zweite. Ach du Scheiße. Ja, da hatte ich ja schon meinen dritten. Ja, oh, du machst es nicht besser jetzt für den Herrscher. Nee, aber damit habe ich eben auch schon Games verloren, weil ich zu früh mit dem dritten Bauhof. Diesmal habe ich aber gedacht, so mit vier Fabriken hätten und 5 Sammlern. Hätten die Artis das gemacht, was ich wollte, und hätten deine Tesla-Truppe auseinandergenommen, dann hätte das Thema für dich da oben ganz anders ausgesehen. Ja. Boah, aber ja, du hast nur eine Tesla weggekriegt von 3, die da standen. Ja, weil ich auf Tesla geklickt habe und die auf deine Waffenfabrik geschossen haben. Was soll denn der Müll? Ja, ich habe die auch extra über die Waffenfabrik gesetzt. Das ganze Spiel, das kannst du so in die Tonne schmeißen, ey. Derry würde jetzt folgenden Einspieler machen. Mimi. Ja, Mimi. Jo, da muss ich jetzt noch Nash anschreiben. Dem wollte ich noch ein Offline-Ding. Ja. Weil ihr seid ja eh durch, ne? Ja. So, ich glaub, oder kommt noch was bei Twitch? Was? Kommt noch eine Runde bei Twitch oder Sonntag. War das die letzte? Ja, wir spielen jetzt noch.